Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Viertelfinale, WM-Modus. Hä? Okay, hat sich anscheinend einer verletzt, nicht ersetzt von Spieler automatisch ersetzen. Zur nächsten Folge des WM-Modus in FIFA 18. So, ich würde sagen, wir können noch mal wieder ein bisschen rotieren, ne? Die Belgier wird es auf alle Fälle schwer, aber nichts ist unmöglich. Ich würde sagen, wir nehmen mal Götze für Mesut. Aber Mesut kommt auf alle Fälle auf die Bank. Für Reus diesmal. Khedira darf von Anfang an ran für Gündogan. Und das reicht auch schon. Dann let's go. Viertelfinale gegen Belgien. Das wird eine Mammutaufgabe. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn wir hier ausscheiden. Weil Belgien ist top. Mit Kevin De Bruyne und Co. Ich glaube, damals war es auch noch Dries Mertens. Christian Benteke. Die Zeit. Gucken wir einfach mal. Da haben wir erstmal Thomas Müller. Der ist die Aufwärme. Hier haben wir Kevin De Bruyne. Das wird ein Topspiel. Keine Ahnung wegen der Mucke. Das ist jedes Mal, ey. So, rein da in die Kasan Arena. Auf geht's. Und Rinder. Wird ein schwieriges Spiel, aber es ist nicht unmöglich. Götze. Schöne Drehung. Groß. Auf Gomez. Und auf Kimmich. Müller. Gute Idee auf Gomez, aber schade. Müsste Einwurf Deutschland geben. Ja. Da Edna Hazard, glaube ich, in der Aufstellung. Oder Thorn Hazard, ich weiß es nicht. Da haben wir Benteke. Da lag ich gar nicht mal so unrecht. Und Mertens, da steht Mertens. Jo. Witzel, De Bruyne. Großlos. Gomez auf Müller. Schade. Und Meunier war damals schon mit dabei. Okay. Gomez, Meunier. So, aber Dries Mertens gegen Toni Kroos. Christian Benteke. Ja, Vorteil Belgien, spielt gut aus auf Dries Mertens. Mertens legt den guten Bär. Ja. 1:0 Axel Witzel. In der 12. Spielminute. Also, das ist schon mal gut. 0:1. Das ist bitter. Bitter, bitter. Khedira. Müller. Kimmich. Wieder auf Müller. Müller verliert den Ball. Ich glaube aber, dass Eden Hazard. Ich glaube, Thorn ist da noch gar nicht auf dem Feld. Aber ich glaube, Thorn hatte da schon mitgespielt gehabt. Ja, ist jetzt auch egal, welcher Hazard das ist. Ist auf alle Fälle ein Hazard mit dabei. So, Götze. Müller. Wir konzentrieren jetzt auf uns. Los, Müller. Nein! Carrasco. Nee, Müller, die Grätsche hat nichts gebracht. Hazard, Witzel, der Torschütze, Mertens, Meunier. Das müsste Abseits sein von Benteke, ja. Christian Benteke. Rüdiger auf Hector. Khedira, Draxler. Auf Gomez. Nicht gut. Nicht gut. Ist nicht gut. Benteke. Mertens. Die beiden spielen überragend, muss man mal wirklich sagen. Carrasco. Den kriegt er doch. Neuer. Jawohl. Wichtig von Neuer, dass er dazwischen gegangen ist. Belgien bleibt dran. Mertens. Gibt Ecke. Neuer voll fokussiert. De Bruyne mit der Ecke. Ja, nicht mal ungefährlich. Benteke mit dem Kopf. Neuer pariert. In der Ecke. Ja, den haben wir. Götze gegen Alderweireld. Alderweireld setzt sich durch. Oh, Uneinigkeit in der Defensive. Nicht gut. Oh, komm raus da, nein! Oh.
Schnellbad von Erlenbach. Ja, schön. Okay, das Ergebnis ist nicht so schön, aber... Aber... Was war das gerade für ein Jubel gewesen? Da macht er einfach den Pilot. Miau, miau, miau. Geiler Jubel. Das Ergebnis nicht so geil. Christian Betheke mit dem 0-2, aber der Jubel war ganz geil. Miau, 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 mit dem Fliegermodus hier. Ah, schön, Götze. Raus auf Gomez. Los, Gomez. Setz dich durch. Mario Gomez. Mario Gomez. Schade. Gut gehalten. Mertens, Meunier. Ich sag ganz ehrlich, wenn das 0-3 fällt, egal wie vielte Minute, ist das Ding schon durch. Weil Belgien dominiert hier ganz schön. Das muss man wirklich ehrlich zugeben. Oh, Carrasco hat sich verletzt. Gute Besserung, Carrasco. Ja, nach der Aktion von Müller. Weil Belgien spielt so gut, da werde ich, denke ich mal, keine 3 Tore hinbekommen. Aber wer weiß, was passiert. Aber ich denke mal nicht. Aber es ist ja nur eine Halbzeit. Schauen wir mal. Oh, der passt knapp auf Draxler, aber kommt an. Okay. Leander, der Doktor, kam rein. Okay. Groß, Müller. Müller spielt auf Kimmich. Nachspielzeit 2 Minuten. Kein Elfmeter. Aber leider auf Abstoß. Keine Ecke. Dame Christian Benteke hat sein Tor gemacht. Und Courtois haut ihn Langhafer. Auf alle Fälle keine gute erste Halbzeit. Wir hatten zwar unsere Chancen, aber nicht gut genutzt. 0-2, muss ich sagen, für Belgien geht erstmal verdient in Ordnung. Trotz mehrhaftigen Ballbesitz. Aber Ballbesitz heißt ja auch nicht gleich, dass man weiterkommt. So, zweite Halbzeit. Let's go. Company. Den Doktor. Der ja für Carrasco kam. Ah, kommt der Pass auf Müller an. Ja, Müller, nein. Zwei VW, nein. Stark Gomez, glaube ich, auch im Weg. Ah, shit. Wie gesagt, das Ziel ist ja eigentlich schon geschafft. Wir sind weitergekommen als die Mannschaft damals. Das ist halt Bonus. Und egal, wenn wir jetzt im Viertelfinale ausscheiden. Ich glaube, Jogi Löw wäre stolz auf uns, dass wir es überhaupt bis ins Viertelfinale geschafft haben. Was er ja in Real Life nicht geschafft hatte. Wo er ja in der Gruppenphase rausgeflogen war. Aber gut, Hansi Flick hat das ja mit der WM 22 auch nicht geschafft. Und ich habe einfach mal den Titel geholt. Aber gut, okay. Hätte, hätte, Fahrradkette. Ah, nicht gut rausgeklärt. Den holt Meunier. Ja, Belgien macht weiter Druck. Schön, aber auch wieder nicht gut rausgehauen. Hau, passen, Hazard. Bitte. Boah, der war knapp. Werner für Gomez. Let's go. Frischer Stürmer rein. Okay, Witze geht runter für Fellaini. Oder Fellaini, I don't know, wie man ihn ausspricht. Neuer raus auf Rüdiger. Kimmich. Müller. Der ja im Achtelfinale ja gegen Brasilien getroffen hatte. In der 7. Minute. Hector. Werner schwach auf Götze. Wobei Götze passsicher ist. Bei Belgien Thomas Meunier, wie wir oben links sehen. Schön Müller. Werner, da kommt jetzt entgegen. Aber was war das für eine Weiterleitung auf Götze? Da spielt ein Jürgen Klinsmann noch besser. Das ist ja unglaublich. Benteke. Fellaini. Freistoß, weil Vorteil lief. Benteke macht den nicht schnell, okay. Können wir hier nochmal wechseln? Sané für Draxler. Oder wie der Kommentator jetzt sagt, Sahne. Genau. Julian Draxler. Leroy Sahne. Ach, schön, ich liebe es. Da macht er einfach den Jogi Löw mit Sahne. Ey. Das ist schon los, Götze, lauf. Boah, schöne Drehung. Jetzt muss einer mitmachen. Da macht einer mit, aber der Pass kam zu spät. Shit. Ah. Mertens. Dries Mertens. Nicht gut von Hector. Hummels kommt. Dries Mertens setzt sich durch.
Ecke Belgien. Özil kommt für Götze, weil Götze K.O. ist. Jetzt kam Torben Hazard für Christian Benteke, heißt Edna Hazard war auf dem Feld gewesen. Okay, das ist schon mal die Frage, die beantwortet ist. Ah, Kroos, Kroos. Auf Sahne. Sané. Jesus Özil. Ah, gute Idee auf Werner, aber ich glaube, da wäre der Pass auf Sané besser gewesen. Aber gut, der Fahrradkette. Ja, in der kurzen Zeit, denke ich mal, werden wir keine zwei Tore mehr schaffen. Ich denke mal, das ist jetzt tatsächlich das Ende im Viertelfinale. In den 10 Minuten noch. Ah, wobei, Hector, Werner, jetzt müssen wir jetzt machen hier. Özil. Zu weit vorgelegt. Das ist immer der letzte Pass. Ah, Werner kommt nicht ganz ran. Und jetzt auch ganz ehrlich, wenn jetzt das 3-0 noch fällt, ist das Ding durch. Dann ist das Ding durch. Aber ich denke mal, auch so ist es schon durch, weil Belgien spielt verdammt gut. Das muss man wirklich mal zugeben. Hedera mit Balleroberung, aber gibt den Ball auch gleich wieder her. Das ist unglaublich. Hazard, Eden, glaube ich, auf den Doktor. Flanke kommt gut. Ja! Da ist das 3-0. Griezmann. Der Deckel ist drauf, das war's. Wir scheiden aus dem Pokal, wollte ich gerade sagen. Wir scheiden aus dem Turnier aus. Im Viertelfinale. Es gibt keine weiteren Bonusfolgen mehr. Aber es war mir ein Fest. Und immerhin haben wir das Ziel erreicht. Das ist die Hauptsache. Kriegen wir wenigstens noch einen Ehrentreffer in Özil? Nein. Das wird nichts mehr. Das war's auf alle Fälle. Es war mir ein Fest. Die dürfen abpfeifen. Ja, sie dürfen abpfeifen. Er pfeift doch direkt ab. Wir scheiden im Viertelfinale aus. Glückwunsch an Belgien. Immerhin Ziel erreicht, sind weitergekommen. Das ist die Hauptsache. Schauen wir uns mal auf alle Fälle noch den Turnierbaum mal an. Was ich schade finde, ist bei jedem FIFA, dass man nicht bis ins Finale gucken kann, wer denn gewonnen hat. Das finde ich immer ein bisschen schade. Okay, Spanien gegen Belgien und da drüben Polen gegen, ich denke mal, Kroatien, ja. Kroatien. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind ausgeschieden, ja. Bis zum nächsten Mal bei einem anderen Projekt. Tschüsschen, euer Lavi. Auf Wiedersehen. Macht's gut.